So, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Watch Dogs. Wir suchen jetzt immer noch nach dem guten Raymond. Und hier ist anscheinend sein Signal. Limonade und Hast du das für eine? Das mit dem Kleinstadt-Charme ist Bullshit. Nur Leute, die aus der Stadt fliehen, um sich hier zu verstecken. Ich kam ab und zu mit Jax und Lina her, um zu angeln. Wir haben nie etwas gefangen. Aber das war ihnen egal. Ein paar meiner schönsten Erinnerungen stammen von hier. Und meine schlimmsten. Rays letztes Signal kam aus dem Yachthafen. Es ist nicht sicher, dass er dort ist, aber ein Anhaltspunkt. Verdammt, das war schlampig, Pierce. Konzentrier dich. Okay. Irgendjemand muss doch hier den Reset-Code empfangen haben. Was ist das? Na, Verbindung zu Detzek, aha, das ist schön für ihn. Oh, hier. Sag jetzt nichts. Hör einfach zu. Gib mir eine Chance, es zu erklären. Gut, dann los. Okay, also. Uninteressant. Ich weiß, ich bin keiner, mit dem jemand wie du. Jawohl. Jawohl. Und jetzt? Kommen wir auch rein? Nee. Kann ich nur durch die Wand hacken? Okay. Kenny benutzt ein CTOS-Zentrum. Dann ist er doch noch im Spiel. Und es erklärt auch, warum er in Pawnee ist. Er bleibt am Blumen dran, direkt unter ihrer Nase. So, dann können wir den CTOS-Turm infiltrieren. Alles klar. Ich hätte gern ein schönes Auto. Oder auch ein Motor. Ah, das geht leider nicht. Mist. Gut, hier sind nur so Hinterwäldler-Autos, Mann. Der sieht nur ganz gut aus. Kurz hier. Wegpunkt zum Turm setzen. Und dann würde ich sagen, fahren wir auch schon hin. Ist ja schön hier so. Ist mal was anderes im Gegensatz zu Chicago. Sieht schon anders aus. Trotzdem fahre ich alles kaputt. Oh. Satellitenschüsseln. Sieht nach einer verlassenen CTOS-Station aus. Krass. Strom gibt es auch. Das war ja klar. Kenny hat es hier sicher benutzt. Hier haben wir eine Kamera. Dann können wir das hier... Ah, sehr schön. Ach, easy. Easy. Gehen wir mal rein. Aktivieren Sie die Station, um auf die Daten zuzugreifen. Haben wir da die Antenne? Ach, cool. Dann muss man das jetzt alles so ausrichten, oder? Oder bin ich blöd? Eine Kamera dran, okay. Ach, ich muss da unten rein. So, das heißt, hier muss irgendwo ein Eingang sein. Ne? Frage ist halt, wo? Das suchen wir jetzt erstmal. Und zwar müssen wir dafür, glaube ich, die Antenne drehen. Genau, damit wir hier den Weg haben. Das ist natürlich sehr schlau. Dann machen wir hier mal rüber, damit wir ins nächste Gebiet kommen. Wo allerdings
was abgeschlossen ist. Dafür haben wir aber hier die Kamera, die können wir benutzen. Und irgendwo. Nee. Keine gute Idee. Oder? Oder will ich doch eine gute Idee? Weil da ist der Kasten. Den können wir uns aufmachen. Sehr schön. Können wir ja auch hoch. Und dann müsste hier doch auch irgendwo. Vielleicht, wenn man hier hoch kann. Müssen wir das aber nochmal verdrehen. Die Kamera wieder am Start. Jo. Da kommt auch schon die Plattform. Sehr schön. Und dann hacken wir nochmal die Kamera. Und drehen nochmal unsere schöne Plattform. Wo auch immer das jetzt hinführt. Ah, okay. Haben wir hier einen Weg. Drehen wir das nochmal. Alter, richtig hier. Krass mit Plattformen und so. Wenn das jetzt irgendwie ein bisschen falsch aussieht. Das verstehe ich nicht. Oder ging es nur darum... Achso, jetzt können wir uns hier den Lift rufen und da geht's runter. Ah, jetzt checke ich's. Okay. Anscheinend konnte man vorher nicht so easy in das Gebiet kommen. Aber hier geht's jetzt runter. Ah, logisch. Nur, wie kriegen wir das auf? Ist hier irgendwo eine Kamera? Oder? Ah, da. Nice. Können wir einfach mal durchgehen. Alles gesichert hier, richtig safe. Also wer auch immer da war, ich glaube jetzt weiß er, dass ich da bin. Achso, hier ging es raus. Eigentlich muss ich glaube ich in die andere Richtung. Ja, das machen wir dann mal eben, ne? Ich habe das jetzt zwar gehackt, aber was genau hat das jetzt gebracht oder ging es darum, hier in dieses Gebiet irgendwie zu gelangen? Nö. Ich glaube, es geht schon echt hier um diesen Bunker, dass es hier runter geht. Aber irgendwie gibt es hier keinen Weg, wo ich lang gehen soll, oder? Da bin ich jetzt, habe ich irgendwas übersehen. Muss ich irgendwas übersehen haben. Okay Leute, ich suche jetzt mal weiter. Wenn ich es gefunden habe, mache ich weiter dann. Ich mache hier mal kurz einen kleinen Cut. Oder auch nicht. Weil ich hier hacken kann mit der Kamera. Indem ich einfach hier reingucke, oder? Nicht? Okay. Hat irgendwas. Würde nicht ohne Grund hier offen sein, oder? Ist die Frage, kann ich das irgendwie hacken? Oder nicht? Hä? Ist hier irgendwo eine Kamera oder so? Nee, ich musste echt hin. Okay, Leute, dann mache ich echt einen Cut. Dann bis gleich. Und da sind wir auch wieder. So können wir das benutzen. Das war außerhalb. Ich musste einfach nochmal rausgehen und dann konnte ich da wieder reingehen. Alles ein bisschen kompliziert gemacht. Ich mache.
Also Jed ist der Besitzer von Jedediah's Bar. Pawnees liebstes Wasserloch. Vielleicht das Einzige. Hoffentlich erwische ich ihn nüchtern. Ja, dann gehen wir auch mal eben zur Bar. Ich glaube, hier mit dem Motorrad sind wir ein kleines bisschen schneller, deswegen fahren wir mal damit. Ich setze uns mal kurz einen Wegpunkt hier. Fahren wir hier lang. Ganzen Abkürzungen am Start hier. Offroad. Da ist auch die Bar. Gehen wir mal rein. Wo auch immer der Eingang ist. Wo ist denn der Eingang? Ja, gut. Oder ist das hier auch einfach? Ja, erreichen. Nee, wir müssen schon da rein. Bin ich jetzt echt zu blöd, hier in diese Bar reinzugehen? Das sieht nach einem guten Eingang aus. Ich hatte gehofft, Sie können mir helfen. Ich bin auf der Suche nach Ray Kenny. Wie von ihm gehört. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Was trinken Sie? Bezahl den Mann. $100. Cash. Kaution für Schäden. Ja. Ich hab's irgendwie nicht mit Bargeld. Das geht auf deinen Deckel. Also. Was wissen Sie über Raymond Kenny? Ich glaube sogar, das ist der. Ist nicht sehr gesellig. Was? Ich will hier keinen Ärger, T-Bone. Achte nicht auf den. Wer hat sie nicht alle? Kein Respekt vor Künstlern. Künstler am Arsch. Mürrischer Säufer schon eher. Trink. Kümmere dich nicht um den Wirt. Der ist okay. Oh, das gibt ein Trinkspiel, das sehe ich da schon. Tief im Inneren. A, B, A, B, Y, X. Nicht jeder trinkt gerne allein. Zack. Ich schon. Der kann aber nicht mehr, das sieht man schon. Ich glaube, es ist jetzt auch nochmal schwer. Y. Y. X. Wären sie dir gefolgt, müsste ich dich erschießen. Sei Glück, dass jemand an meinem Visier gedreht hat. Haben wir es denn mal jetzt? Noch eine Runde? Oh, doch nicht. Was sagst du, wie der Name war? Jo, Alter, was ist denn los mit dem? Das geht auf deine Rechnung, Tibor. Ja, ja. Alter, was hat der denn? Dem Mann $100.
Oh Junge. Hallo Ray. Sei nicht so verdammt laut. Hat er seine Elektroschocke dabei? Was für eine feige Sau, ey. Da wir die Formalitäten nun hinter uns haben. Hör mir gut zu, Freund. Ich warne dich. Dass du hier bist, bringt auch mich wieder auf den Radar. Ich habe Informationen. Du bist ja lustig. Das Problem ist, ich kann es nicht entschlüsseln. Also komme ich zur Quelle. Shit. Also hast du mich auf den Scheißradar gebracht. Wir waren vorsichtig. Wir? Und warum sollte ich dir helfen? Denn das macht uns nicht zu besten Freunden. Jemand wollte mich ermorden lassen. Dabei starb meine Nichte. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu ihnen führen. Ich werde ihn finden, mit dir oder ohne dich. Aber mit dir wäre es einfacher. Ich schlag dir einen Handel vor. Meinst du, ich bin in dieser Staubschüssel wegen dem Ambiente? Seit diese Bastarde mich gefeuert haben, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Ich brauche einfach nur jemanden, der Spyware in ihr Netzwerk schleust. Wäre es einfach, hättest du es längst gemacht. Hey, wenn es schwer wäre, hätte ich es längst gemacht. Es ist unmöglich, auch nur an ihre Nähe zu kommen. Ohne Großalarm auszulösen. Die haben ein biometrisches Profil. Ich habe Plumpen in meinem Gebiss, die sofort die Security alarmieren. Dabei kann ich dir helfen. Aber hinterher kommst du mit mir nach Chicago. Oh, tue ich das? Folge mir. Follow me. Sorry. Okay. Hoffnung ist ein Trauerspiel. Sehr hübsch hier. Du hast wirklich ein Händchen für Kunst. Das da ist eine Sprengfalle. Und wenn du sowas nicht erkennst, bist du nicht paranoid genug, mein Freund. Ich habe noch mehr davon. Tja, wenn du mich findest, ist es nur eine Frage der Zeit, bis andere es auch tun. Also lass uns anfangen. Hör mal, ich habe einen echt engen Zeitplan. Je schneller wir das erledigen können, desto... Ich glaube, du verstehst dein eigenes Spiel nicht, mein Freund. In Chicago läuft eine Software, die dafür gemacht wurde, Leute zu finden. Ich weiß, wie das CTOS denkt, weil ich sein verdammter Papa bin. Und es hat immer noch mein Bild in der Brieftasche. Solange du meine biometrischen Daten nicht aus dem System nimmst, bin ich nutzlos für dich in Chicago. Und meine Kunst, wie du sie nennst, wenn du es vergeigst, muss ich auf das Echo gefasst sein? Hier, ich zeig's dir. Bereit? Jo. Achtung! Jo. Aber hallo! Hast du das gespürt? Wow. Rück die Knochen gerade. Probier's mal. Yeah. Macht das nicht Spaß? Hey, wenn du dir den Arm wegsprengst, dann mache ich dir einfach einen neuen. Dein Vertrauen ist ermutigend. Oh, tut mir leid. Ist es mein Job, dich aufzubauen? Dich anzufeuern? Ich glaube, du missverstehst unsere Beziehung hier. Ich sehe Möglichkeiten. Du kannst mir helfen, ich kann dir helfen. Ich glaube, du missverstehst da was. In Jets Bar fand ich einen Alkoholiker, der alleine auf seine Vergangenheit anstößt. Ich bin keine Möglichkeit. Ich bin deine zweite Chance. Na gut.
Ich glaube, ich mag dich. Aber Freunde sind wir noch nicht. Als erstes brauche ich mal etwas Bloom-Hardware. Ich bin schon eine Weile da raus. Ich muss rausfinden, wie ihre Scanner funktionieren. Du willst, dass ich bei Bloom einbreche? Nicht direkt. Irgendwer hat die Hardware bereits gestohlen. Insider. Die werden auf dem Schwarzmarkt. Ich habe die Typen beobachtet. Sagen wir mal, es sind echte Waffenliebhaber. Nimm eins von meinen Gewehren. Du wirst es brauchen. Fahr für mich bei der Tankstelle vorbei, ja? Die Porny-Gangster-Miliz hat etwas, was mir gehört. Also musst du da rein und mir meinen Truck holen. Mach ich. Truck zurückbringen. Ja, das Ziel markieren. Ich finde das ehrlich gesagt so ein bisschen blöd, dass der Ziel nicht automatisch markiert. Ich bin hier am Arsch der Welt, um mich mit einem missmutigen Cyberterroristen anzukommen. Aber ich brauche ihn. Und nicht nur wegen der Daten. Ich setze ihn gegen Damien ein, wenn es sein muss. Mein Teil des Deals halte ich ein. Das sind aber viele. Du machst es mir nicht leicht, T-Bone. Das sehe ich mir genau an. Jetzt geht's los. Zum Himmel sehen, hat er vor. Alter, was wollen die denn? Alter! Vorsicht! Es hat auch keiner mehr Respekt. Was war denn das für ein Fail, dass da gerade die ganzen Passanten kamen? Oh Gott, ein Toter. Wollt ihr mich verarschen? Hier ist es auch hier. Mach Meldung! Gab's nicht noch einen langsameren Truck? Machst du Witze? Du hast ihn tatsächlich? Ja, ich hab ihn, aber sie sind an mir dran. Wir hauen euch aus! Und was machen wir denn jetzt? Was soll denn das bitte heißen? Wir haben die Sau! Ich hätte nie gedacht, dass du den scheiß Truck wirklich kriegst. Wenn du den Truck haben willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja, okay. Locke sie in die Nähe einer meiner Skulpturen. Geben wir ihnen etwas Kunstunterricht. Junge, wie viele sind das denn? Sie an meiner Skulptur vorbei. Sie ist bereits verdrahtet. Bist ein gefährlicher Mann, T-Bone. Was geht denn jetzt ab? Warum kann ich hier nicht mehr fahren? Was ist denn das für eine Scheiße? Was war denn das, Mann? Boah, sorry Leute, aber was ist denn das für eine Scheiße gewesen? Hier kommt Verstärkung! Sie ist Was war? Ich habe R2 gedrückt zum Beschleunigen, aber er hat nichts gemacht. Naja, ist jetzt auch egal. Wir hatten jetzt einen guten Save Point. Sonst wäre ich echt ein bisschen wütend geworden. Aber läuft. Alles gut. Und jetzt? Geht's weiter? Das war schon mit der Mission. Toll. Oh, kurz, weil wir ein paar Skillpunkte erhalten haben. Haben wir wieder 3 Stück. Nice. Was gibt's denn da noch so? Transformatoren einfach. Profiler-Optimierung. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich glaube, wir sparen noch ein wenig. Ich würde sagen, wir sparen einfach mal ein bisschen. Die Polizei sucht immer noch nach der 20-jährigen Michelle Strauss. Es wird nun aber vermutet, dass sie tot ist. Strauss ist eine weitere vermisste Prostituierte einer vermissten Serie. Zwei Frauen wurden bereits verursacht. Aufgrund der brutalen Natur der Taten sprechen die Sozialisten.
sozialen Netzwerke mittlerweile vom Die Polizei gibt die Bürger Von dem habe ich gehört. Er taucht seine Hände gerne im Blut und malt dann damit. Er ist ein verdammtes Tier. Er soll hoffen, dass ich ihn nicht erwische. Der Bunker macht zu viel Lärm. Was denn für Lärm? Er ist online. Das haben einige mitbekommen. Computerkids vor allem. Aber keine Panik. Ich sorge dafür, dass sie nicht reinkommen. Sie haben uns bereits sondiert. Sondiert? Nur einer macht mir wirklich Sorgen. Sein Name ist Default und er ist ziemlich gut. Ich beobachte ihn. Sag Bescheid, wenn er Ärger macht. Alles klar. Nächste Mission. Da, dankeschön. Fahren wir mal hin. Oh. Geht's denn jetzt hin, um Gottes Willen? Okay, ich hab den Truck abgestellt. Verdammt, der Plan könnte wirklich aufgehen. Okay, jetzt brauchst du die Sicherheitsfreigabe, um in Blooms Headquarter zu kommen. Schon mal einen Helikopter verfolgt? Und nein, das ist keine philosophische Frage. Meist verfolgen die. Was hat das mit uns zu tun? Nur eine Vorahnung. Wir reden später. Alles klar. Da das ein weiter Weg ist, mache ich dann auch genau hier jetzt einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Mission. Macht's gut.